Hallo und willkommen zurück zu God of War. So, heute haben wir einiges vor, aber zuerst müssen wir den Laden hier verlassen. Wollen wir das gleich mal tun. So, wir haben eine... Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Ja, wir sehen uns erst um. Gut, dass mein Junge den Weg noch kennt. Ich hätte es komplett verpeilt. So, wir haben hier eine Nebenquest. Fafnirs Hort. Das war ja der Lagerraum. Quest zum Tagebuch. Kann ich die irgendwie... Nee, okay, das waren die Optionen. Ich bin noch überfordert. Ich hätte gern einen Wegpunkt oder beziehungsweise das hier als aktive Quest. Spiel, was willst du, dass ich dafür tue? Hart zum Tagebuch. Zur Karte verfolgen. Das klingt doch gut. Jetzt ist es da. So, dann brauchen wir ein kleines Boot. Und hier liegt ja auch schon eins. Mensch, das sieht aber auch cool aus. Hier diese rote Rune. Beziehungsweise die Rune umgeben von dem roten... Das ist mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sehe sie ja nicht mal ganz. Wir drehen kurz um, um sie uns anzusehen. So, so. Naja, das Knie sehen wir. Ah, jetzt sehen wir es. Sehr gut. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Warum denn das? Stimmt's? Auf jeden Fall. Sie kämpfte wundervoll. Ja, so habe ich sie kennengelernt. So, hier lag Loot rum und da oben... Entschuldigung, Atreus. Na gut, weiter geht's. Ein Lootbehältnis haben wir auf jeden Fall gefunden. Fängt gut an heute. So, da ist ein Schiffswrack und da oben leuchtet was. Das ist generell relativ gut. Schiffbruch. Ja, ich meine, warum ist das passiert? Vielleicht war der Kapitän besoffen. Da ist schon wieder so ein grüner Rabe. Und hier kann ich ja leider gerade nicht ankern. Ich sehe zumindest keinen Dock. Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Schluss jetzt. Ich erzähle sie später fertig. Klar. Okay, da hätte ich wohl im Boot sitzen bleiben müssen. Komm her, Junge. Wir schaufeln uns rauf hier. Ah. Geht diesmal sogar ohne Anstrengung. Das ist ja schön. Oh, die kann ich sogar kaputt machen. Bis jetzt hat mir das aber keine Loot eingebracht. Aber hier ist ja Loot. Her damit. Kann man immer brauchen. Ja, ich denke auch. Ich denke auch, dass man Zeug, das man aussammelt, früher oder später gebrauchen kann. Junge, du darfst wieder was lesen. Die kann ich auch nicht lesen, aber... Sie sind anders als die anderen. Ja, da ist zumindest fast ein rechter Winkel dabei. Den könnte ich jetzt lesen. Gut, das kriegst du dann auch nicht hin. Und was ist das hier? Konzentrieren, Junge. Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, da sind wir noch etwas unterlevelt. Ist offensichtlich nicht gut, hier einfach irgendwo drauf zu drücken. Na gut, den Kollegen lassen wir, glaube ich, noch in Ruhe. So, dann wird es mal Zeit, zum Missionsmarker zu gehen, beziehungsweise zu einem Dock, das uns in die Nähe führt. Kann ich eigentlich auch schnell reisen zu den Docks? Tab, aktive Markierung. Nö, sieht aktuell nicht so aus. Ich würde sagen, ich habe keine Ahnung. Versuchen wir mal das Dock hier unten. Boah, kann nicht schaden. So, rein ins Boot. Da ist hier noch ein bisschen was von Schlangengesicht. Da können wir vielleicht auch rüberlaufen. So, fahre ich in die richtige Richtung? Nö. Ach komm, ich würde das hier gern markieren. Markieren. Ja, zum Kompass, Enter. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, wir müssen irgendwie da hinten lang.
Oh, hier ist auch was, aber jetzt traue ich mich nicht mehr. Fällt dir irgendeine Geschichte ein? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nicht sehr gut. Spaß? Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Die beiden veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich seines Sieges so sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Nein. Definitiv nein. So, hier sind wir auf jeden Fall an einem neuen Dock. Das andere habe ich jetzt gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das war zwar auf dem Kompass, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Das müsste doch irgendwie hier links durch sein. Nein, links ging es nicht durch. Das war eins der Hauptprobleme. Oder ist hier links noch... Nee, das ist nur ein kaputtes Schiff. Und hier ist ein bisschen was gesperrt. Da kommt man nur durch, wenn die Schlange sich wieder ins Wasser begibt. Ich sehe Beute da oben. Du siehst irgendwo oben Beute? Ja, vielleicht da in dem Haus. Keine Ahnung. Wir können ja hier mal an Land gehen. Vielleicht bringt das was. Vielleicht bringt das nichts. Wir werden es rausfinden. Gemeinsam. Ja, vielleicht. Es sei denn, du willst noch eine schöne Geschichte hören. Es gab mal einen Wal, der war so hässlich, dass alle gestorben sind. Das Holz. Ende. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Darauf steht etwas geschrieben. Oh, oh. Ich sollte die Hälfte nicht direkt aufnehmen. Das habe ich letztes Mal gelernt. Die ist im Kampf eventuell nützlich. Lies mal vor. Quake hier. Ja, ja, irgendwie mit sowas hatte ich gerechnet. Komm schon. Ich hau euch auf die Fressen. Was ist hinter mir? Na gut, lass dir Zeit, mein Junge. Dann schlachten die halt deinen Vater ab. Au, 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 au. Ich sagte, au, hör doch auf. Das war mein Safe Word. Ja, ich hätte... Ja, das reicht, Kollege. Da aus dem Mund wird nichts mehr rauskommen. Jo, links, links, links und rechts. Ah, sehr gut. Ja, hast du gut gemacht. Und ich hab's gut... Sagt wer? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auch. Nicht so... Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Sedor und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Gern geschehen. Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Oh je. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest. So wie du. Bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Ja, natürlich. Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl. Selber. Gern geschehen. Tja, auch unabsichtlich geholfen ist geholfen. Vielseitiger Kriegsgriff haben wir bekommen. Sehr schön. Komm, ja. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Och, bisschen Ablenkung muss drin sein, Kratos. Das hier ist ein Spiel zum Erkunden. Und hier gibt's nichts mehr zu erkunden. Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Es sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihm bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Ach ja, wir kriegen Kratos schon dazu, dass er ein akzeptabler Vater wird. Nicht unbedingt ein guter, aber ein akzeptabler.
wir haben ein neues Gebiet entdeckt. Und hier können wir sowohl in die feuchte Spalte. Nee, können wir nicht. Hat Nein gesagt. Na, das muss man respektieren. So, dann klettern wir mal hier hoch. Ja, eine Schwertrune erkenne ich doch. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Ja, klar. Hau raus, Junge. Quakia. Du sagst immer dasselbe. Guck dir mal die coole Truhe da an. Du bist aber ein cooles Vieh gewesen. Wieso stirbst du so schnell? Ihr seid ja alle coole Viecher. Ich helfe mir schon selbst, aber danke für den Versuch. Komm schon, hau drauf! Oh, die waren echt schwach. Oder die sind echt schwach. Macht mal mehr Terz, ich bin unterfordert. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Mehr oder weniger. Ja, noch ein Geist. Hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Tja. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Es ist nicht gut. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Gern geschehen. Den du erfüllt hast. Danke. Gern geschehen. Oh, was Lilanes. Verdorbener Überrest. Legendär. Mystischer Überrest. Einer im Meer verlorenen Seele. Damit kann der vielseitige Kriegsgriff verbessert werden. Na, das ist doch was Schönes. Und wie komme ich hier an die schöne Kiste? Ich glaube, das kann ich noch gar nicht. Komm schon. Wieso kann ich da nicht am Seil drüber klettern? Das wäre doch ideal. Na gut, hier vielleicht nicht. Da ist nur eine Feuerding, die explodiert. Gesundheit ist eh voll. Na gut. Ich würde aber sagen, dann haben wir den Geist hier auch erfolgreich abgefrühstückt. Und dann müssen wir mal sehen, wie man da irgendwie zum Wegpunkt kommt. Junge, bin noch nicht schlauer geworden. Lass es. Korrekt. Aber könnten wir das ist keine Diskussion. Warum Lerne denn nicht? Zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Ja, das ist auch ein guter Punkt. Ich bin bei Atreus, was das angeht. Wir fahren noch hier schön über das Fässchen drüber. Oh, schaut mal an, da gibt es wieder ein Glockenspiel. Ich werde doch abgelenkt. Na schön, da war einmal ein Pferd. Das Pferd wollte sich an seinem Feind rächen, einem Hirsch. Doch es konnte ihn nicht allein töten. Das Pferd traf einen Jäger und sie schlossen einen Pakt. Es ließ sich Zaumzeug anlegen und erlaubte dem Mann auf seinem Rücken zu reiten. Gemeinsam töteten sie den Hirsch und das Pferd bekam seinen Sieg. Doch der Jäger ließ das Pferd nicht frei und machte es zu seinem Sklaven. Also kostete seine Rache es die Freiheit. Ja. Hoffentlich war es das wert. War es nicht. Na gut, das war zumindest eine mit Moral. Und hier können wir doch anlegen. Welches Level habt ihr denn? Kollege? Ach so. Das geht ja. Ich dachte schon, du wärst hier ernsthaft. Der Herausforderung für mich. Ich hab den hier. Und Tschüssikowski. Manchmal hängt das so schön. Ja. Hast du genug oder willst du nochmal? Da steht doch noch so einer. Okay. Das wäre dann erledigt. Sehr gut. Dann auf zum Glockenspiel. Bogen, R und N. Wo ist denn hier das dritte? Wo ist denn das dritte? Ah,
Also. Bogen. So geht's natürlich auch. So geht's natürlich dann nicht. Komm schon. Ich bin nicht gut darin. Und Bogen nochmal. Das braucht ein paar Versuche. Aber wir können das ruhig von hier machen. Lass mal schauen. Bogen. Bestimmt das und dann bestimmt... Nein! Mist. Beweg dich doch nicht so viel. Ja! Passt doch schon. Und ich dachte, ich sitze hier noch 5 Minuten drin. Nochmal so ein Blutmeat. Nein, ein Apfel! Sie haben 3 der 3 Ionenäpfel gesammelt, die Sie zur Erhöhung Ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Wunderbar. Ja. Rauf mit der Gesundheit. So soll das sein. Die hier unten lassen wir natürlich liegen. Da ist eine Kette zum Hochwandern. Und noch ein Geist. Und was? Die Feuerschale? Ja. Mach sie doch an. Ja gut, machst du das. Wo seid ihr denn alle? Junge, mach auch einen fertig. Du musst noch viel lernen. Du bist jetzt bereit, das ist schön. Ich war's die ganze Zeit. Ich block doch. Ah, den habe ich nicht geblockt. Wieso blockt ihr auf einmal? So, ich kann das auch. Bin doch vorsichtig. Ja, schön. Bringt da die Axt nichts? Na gut, dann mit bloßen Fäusten. Ja, das ist die richtige Strategie. Atreus, ich hau dir mit aufs Maul. Ja, ich habe immer noch ein dezentes Aggressionsproblem. Geist, bist du bereit zu reden? Hallo. Gut gemacht, Jungs. Dankeschön. Euch danken. Diese toten Häscher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte diese sehen, Mistkerle. Wie sie die Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neun, um Thiels Tempel zu plündern. Doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einen Bärtigen mit Tätowierung? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinen Tod gerecht habt. Gern geschehen. Wenigstens haben die Geister nicht so hohe Ansprüche. Okay, nochmal ein legendärer Überrest. Ja, okay. Kann auch den vielseitigen Kriegsgriff verbessern. Da hinten liegt noch ein Stück Gesundheit rum. Her damit. So, dann mal die Kette nach oben. Ich glaube, so kommt man zumindest näher an unseren Wegpunkt. Oder auch nicht. Na gut, man kann sich ja auch irren, aber schaut euch die coole Truhe hier an. Der Totenkopf ist fast in der richtigen Position, damit es hier 2 Happy Ends gibt. Na egal, nehmen wir erstmal den Schatz. Okay, ein Muspelheim-Chiffrenteil. Und ein Artefakt, welcher Art auch immer. Galionsfigur, na gut. Nicht wirklich ein Artefakt, aber zumindest ein altes Teil. Kommen wir da nicht hoch, das ist aber schade. Spiel, wo willst du denn, dass ich hingehe? Wo willst du denn, dass ich hingehe? Okay, da ist Schlangi McWeltenschlangi. Und wir sind jetzt hier. Aber wenn wir da so links irgendwie vorbeikommen würden, zum Laden kann ich ja auch nicht schnell reisen. Zumindest aktuell nicht. Und ich weiß nicht, ob es später geht. So, dann stechen wir mal wieder in den See. Sind echt tolle Stecher hier. Viel, Junge. Geister sind selten hilfreich. Wieso existieren sie? Der Schnitt, mit dem man ein Leben beendet, ist nicht immer ein sauberer. Hast du andere Geister getroffen? Ja,
viele. Wie waren sie so? Lästig. Ja, da hat er vielleicht auch einen guten Punkt. Ich persönlich habe gar nicht so viel Erfahrung mit Geistern und das sollte auch so bleiben. Ist die Weltenschlange, dass ein Teil ihres Körpers hier liegt? Das wissen wir auch nicht. So, das ist definitiv nicht der richtige Ort. Dann schauen wir mal vielleicht doch in die Eisenbucht im Kompass einsetzen. Dann wollen wir mal dahin. Das wird uns auf jeden Fall wieder weiterführen. Da kommen wir ja ursprünglich her. Kratos, ich bisschen schneller. Bin unter Zeitdruck hier. Noch eine Geschichte? Eine noch. Es war einmal ein Frosch. Sein Teich trocknete aus. Also suchten der Frosch und sein Sohn ein neues Zuhause. Sie fanden einen Brunnen. Der Sohn sah das Wasser und wollte hineinspringen. Doch der Vater hielt ihn auf. Er sah, dass der Brunnen tief war und sie nicht wieder hinauskommen würden, wenn das Wasser erneut versiegen würde. Klugerweise zogen sie weiter. Das war's? Ja. Das ist keine Geschichte. Wäre der Sohn reingesprungen, wäre es eine Geschichte. Dann säße er fest und würde verhungern und der Vater könnte nichts tun. Siehst du, das ist eine Geschichte. Na gut. Und das ist eine Kiste. Eine Kiste, die ich will. So. Ja. Die schaffst du auch alleine. Oh, ich kann das auch zertreten. Ich gebe mein Bestes. So, kommt mal her. Nicht so viel strampeln. Ja, die halten schon mehr aus, die zwei Kollegen. Aber auch nicht wirklich viel. Deine Fähigkeiten wachsen weiter. Eine Stiftrolle. Hierher. Hier. Du bist der Einzige, der lesen kann. Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte? Oh, vielleicht eine Schatzkarte. Ja, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Komm, Kratos, wirf mal deinen Jungen hoch, damit er die Kette runterlässt. So. Glaub zumindest, wenn wir das hier machen. Okay. Hat mir mehr erwartet, dass zum Beispiel die Stacheln da runterfahren. Weil das hindert mich an meinem schönen Schatz. Wie soll ich da denn rankommen? Wie soll ich da hinten hinkommen? Muss ich hier genau treffen? Nö. Was steht denn da oben? Ah, nee, das geht auf Zeit. Okay, was haben wir denn? Bogen, eher, okay, die sind zumindest in Reihenfolge, dann machen wir das hier zweimal. Komm schon. Eins. Zwei. Und drei. Her mit dem guten Zeug. Ja. Noch ein Apfel. Sehr schön. Und hier liegt natürlich auch noch was drin. Aber wie man da rankommt... Gibt es hier noch so eine Tafel? Hallo. Das ist auf jeden Fall eine Vase. Da hinten ist noch ein Stück... Also, das ist nicht da hinten das Stück Seil. Das ist das... Ah, okay. Im selben Zug. Noch eine Galionsfigur. Sehr schön. Sehr schön mache ich das. So, jetzt aber zum richtigen Doc. Läuft ja richtig gut hier mit der Gesundheit in der Folge. So, einmal auf die Karte spickeln. Wir sind noch richtig. Das sage ich zwar selten, aber in dem Fall stimmt's auch. So, das dürft dann und? Hier die... Kennst du noch andere Geschichten? Wie viel willst du denn heute hören? Ein Mann, der wegen Diebstahls zum Tode verurteilt wurde. Seine Mutter besuchte ihn im Gefängnis. Sie war eine gütige Frau und sehr liebevoll. Doch ihr Sohn, der Dieb, war aufbrausend und biss ihr ein Ohr ab. Was? Warum? Denn der Junge war schon immer ein Dieb gewesen. Und seine Mutter hatte ihn nur Liebe gelehrt und keine Konsequenzen. Hätte er stattdessen Disziplin gelernt, hätte er vielleicht länger gelebt. Schon, aber ihr Ohr, das geht doch nicht. Das sehe ich auch so. Wir sind nicht Mike Tyson.
Also ich erinnere mich, glaube ich, an die Höhle und da waren auch ein paar nette Kisten drin, an die wir jetzt eigentlich rankommen sollten. So, einmal andocken. Ach Junge, wir kommen heute viel rum. Das ist ein schöner Angelausflug. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Ja, aber hier kommen wir noch nicht ran. Das war das falsche Dock. Hier in der Höhle. Gibt's noch ein anderes? Nee. Ha, bin ich jetzt den ganzen Weg hier umsonst gepaddelt? Kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Naja, bisschen daneben. Das muss auch mal sein. Na gut, dann wieder rausrudern. Johoho, und ne Buddel voll rum. Erzähl doch noch eine Geschichte. Oder ruder schneller. Ja, ganz schön lang die Höhle. Und Hexen habe ich nicht wirklich gesehen. Ah, die wird später bestimmt sehr relevant sein. Nicht die Hexe, sondern die Höhle. Haben wir sie jetzt schon mal erkundet? Das ist doch nicht schlicht. Komm schon, schneller. Doch beherzten Einsatz der Shift-Taste vielleicht. Ich habe zumindest das Gefühl, ich mache schneller. Weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber manchmal muss man auch an die Illusion der Geschwindigkeit glauben. So, da ist noch ein Fass und dann müssen wir nach links. Ja, ganz schön viel Hacksilber sammle ich dadurch auf. So, jetzt sind wir fast da, wo wir angefangen haben am Anfang. Nur diesmal mit dem klaren Plan, in der Nähe anzulegen. Das Fass war mir jetzt zu weit weg. Dann muss ich doch nicht jetzt holen. So. Jetzt müssten wir aber hier irgendwo sinnvoll anlanden können. Bin ich jetzt nur im Kreis rumgefahren? Das ist ja dämlich. Wo ist denn der Zugang? Okay, ich glaube, ich habe es ein bisschen verkackt, weil in der Eisenbucht war man doch schon. Da brennt sogar noch das Feuer. Und dahinter kommen wir gerade nicht durch. Na gut, dann würde ich sagen, in Ermangelung an geistiger Fähigkeit von mir. Ja. Es gab einst eine Krebsmutter, die ihren Sohn zurechtwies. Sie wollte, dass er vorwärts läuft, voller Stolz, nicht seitwärts, wie seine Art war. Aber sie ist auch ein Krebs. Er müsste sagen, ja, ich gehe vorwärts, wenn du mir vormachst, wie. Ja, das hat er gesagt. Das war die Geschichte. Sehr gute Geschichte. So, dann auf zur Hauptquest. An Ermangelung an Docks, die ich ansteuern kann. So, hier kommen wir zumindest ein bisschen weiter. Vielleicht wäre das auch der richtige Weg zurück gewesen. Ich weiß es nicht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oh, guck mal, so ein kleiner Salamander. Eine Eidechse. Oh, ist die süß. Viel besser als der Frosch. Kann ich hier noch was drehen? Nicht drehen? Also, ich komme nur nach oben. Ja, das wollte ich jetzt gar nicht. Kann man einfach runterspringen? Nö, gut. Runter geht's wieder. Jetzt aber springen! Springen! Da, so. An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Das ist Süden. Laut meinem Kompass. Na, ihr seid schon stärker. Stufe 3. Also zumindest ist eure Zahl größer. Sehr gut, weg mit dem Schädel. Der macht eh nur unnötige Gedanken. Sehr gut, hast mal deinen Wolf beschworen. So. Danke, Junge. Bist im rechtzeitigen Moment zum Glück noch weggesprungen. Sonst wäre das vielleicht ungut ausgegangen. Kannst du das inzwischen lesen? Tja, war ein Versuch. Na gut.
Wir versuchen es. Hier ist noch eine... Nee, das ist keine Fackel. So, rein mit uns. Da wollte er mich einfach erschießen, der Bengel. Jo, lesen kannst du wahrscheinlich immer noch nicht, was da steht. Hier ist auch nur noch der Wandteppich. Dann wollen wir mal zurück. Hexe, ich komme. Sieh mal, die Magie der Hexe verdeckt die Hohnstangen noch. Das spart uns Zeit. Ja. Gute Hexe. Mächtige Hexe, hoffe ich zumindest. Nicht, wenn ich gegen sie kämpfen muss. So, da geht's hoch. Oh, da brauche ich wieder einen Kristall. Wo kriege ich den denn her? Junge, schieß mal da drauf. Na gut. Du hast es versucht. Mehr kann man von dir nicht erwarten. Aber hier können wir ja hochklettern. Hui, hui, hui. Wo der Kristall ist, habe ich aber keine Ahnung. Vielleicht wäre der auf der anderen Seite oder ich kriege irgendwann so einen Taschenkristall. Wer weiß das schon? So, das sieht doch richtiger aus hier. Ich mache immer überraschend dramatisch die Türen auf. So. Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Will doch ja. Euren Kunden nicht verlieren. Keine Sorge. So, jetzt sind wir hier. Jetzt könnte man tatsächlich zum Lagerraum gehen. Oder ist hier der Lagerraum? Was bist du? Offene Angelegenheiten. Die Inseln des Sees erkunden. Okay, das machen wir nach und nach. Seele aus zweiter Hand. Das waren die Völlunderminen. Gut zu wissen. Na gut, aber hier muss es doch da... Was für Dinger? Wölfies! Wieso greift ihr mich an? Wieso seid ihr so stark? Ja! Wo kommt ihr denn hier? Und warum belästigt ihr den Händler nicht mal? So, her mit der Gesundheit. So, kommen wir hier irgendwo lang? Nö, und die Kiste haben wir ja schon geplündert. Genauso gut wie hier. Gut, dann geht's mal weiter Richtung Hauptquest. Der ist noch da unten, wenn die nicht nach Klettern ist. Achso. Ja, der Himmelsträger wäre natürlich auch praktisch. Keine Wurzeln. Die Hexe ist nur hier lang gekommen. Ist hier in Ordnung. So. Wir gehen nochmal zu Fuß. Können das ja so gut inzwischen. Alles gut, Atreus. Nicht ins Gift laufen. Es schadet deinem Gehirn. So. Atreus, komm her. Sehr gut. Ich warte. Vielleicht. Wir brauchen etwas, um da durchzukommen. Okay. Ich dachte, ich wäre schon bereit. Aber zumindest haben wir mal einen neuen Ort kennengelernt. Auch nicht das Schlechteste. So, dem mach mal wieder den Gar aus. Ach so, und hier mit. Das bringt anscheinend noch nichts. Da brauche ich irgendwas anderes. Mein Sohn, passt schon auf, dass er sich nicht selbst vergiftet. Ich bin da beinahe überzeugt. Jo, dann hoch mit uns. Vater, könnte ich sie jetzt tragen? Nein. Aber... Ich sagte nein. Ist gut. Na, lass ihn doch die scheiß Asche tragen. Das kann er ja nicht verkacken. So. Auf zur schwarzen, zum schwarzen Rauch, den wir jetzt verbannen müssen. Er hat so das Gesicht in den Berg gemeißelt. Das weißt du sicher besser als ich. Danke. Jetzt sei vorsichtig. Sorglosigkeit kostet uns nur Zeit. Wieder der schwarze Atem. Was machen wir? Wir schauen, ob die Hexe recht hatte. Jo, weg mit dir. Bestimmt riecht es nach Knoblauch, der schwarze Atem. Muss ich was drücken? Ah, ich muss durchgehen. Es funktioniert. Sie hatte recht. Komm, bringen wir es zu Ende. War ich jetzt schon zu Ende? Das kann aber nicht sein. Mensch, ich dachte, das war ja nur so ein kleines Rauchwölkchen.
Das ist ja echt auf der Stufe hier komplett. Hat da wieder so ein böser Geist Aglio und Olio gegessen. Schöne italienische Knoblauch-Spaghetti. Komm, lauf mal ein bisschen schneller hier. Ah. Ich wäre jetzt in den Abgrund gelatscht. Ein Glück hat mich das Spiel nicht gelassen. Und wie lange hält so eine Bifröstladung eigentlich? Ich meine, ist ja beeindruckend, aber... Irritiert bin ich schon, dass hier jetzt so viel Atem ist. Oh. Haben wir ihn jetzt komplett verbannt? Dann klettern wir. Oh, das klingt doch nach einem Plan. Spring! Spring! So, schneid dich nicht an der Axt, die ist sehr scharf. So, nach oben. Kratos macht das echt gut. Hätten die Berge von Midgard oft besucht, bevor sie verschwanden. Ich kann nicht so klettern. Ja, sie waren eines Tages einfach weg. Niemand weiß warum. Vielleicht sind sie zurück in ihre Heimat. Nach Jötunheim? Vielleicht. War das Gesicht im Berg wohl die Ehrung eines Riesens? Ich weiß es nicht. Du bist hier doch der Schlaumops. Dämon, wir sind da. Mehr schwarzer Atem. Ja, ja. Inzwischen kann ich damit umgehen. Hab nur keine Ahnung, in welche Richtung ich laufen muss. Oh, das sieht halbwegs richtig aus. Hey, wo gehst du hin, Kollege? Dieses Zeichen ist dasselbe wie auf der Tür nach Jötunheim im Tiefstempel. Die Riesen waren hier. Na wunderbar. Dann haben sie hoffentlich riesige Lootbehälter hier gelassen. Oh, hier ist gar kein Loot. Ich mag doch meinen Loot. Ist das ein Hirsch? Von einem Riesen mit Hirschkopf habe ich noch nie gehört. Wer kann das sein? Weiß ich nicht. Hast du mal geschaut, was hier in dem Fass ist? Nee. In dem war nichts drin, aber wir können uns darauf nicht verlassen. Junge, wir müssen alles durchsuchen. Schreibtische, Eckbänke. Wer bist du denn? Und warum greifst du mich an? Nahkampf! Komm schon. Es sieht immer so gewalttätig hier aus. Weiß ich nicht. Gegner erledigt. Sehr schön, gut gemacht. Braver, braves Kind. So. Da oben komme ich noch nicht durch. Ist ja. Das Harz in einer Höhle? Seltsam. Warum ist es seltsam? War vielleicht einer dieser typischen Höhlenbäume, der hier vor Urzeiten eingewandert ist? Junge, schieß mal dagegen. Der Bogen, Junge. Das ergibt keinen Sinn. Irgendetwas fehlt. Ja, vielleicht hier ist eine Feuerschale. Was steht da? Kein Ochs am Joch, kein Sklav im Land. Hört meinen Ruf, hat mich je gekannt. Aha. Soll ich schreien? Na gut. Was bringt denn das hier, nach unten oder nach oben? Na, zurück. Das sieht nicht richtig aus. Das sieht auch nicht richtig aus, Kratos. Hast du noch mehr Richtung? Weil sonst wird das hier nichts. Ja, ist ja gut. Lass mal los, Kratos. Das bringt hier alles nichts. Wie kriege ich denn eine Schreirune dahin? Wenn es überhaupt eine Schreirune sein soll. Ich habe ja wirklich nur vor und zurück. Ja, ganz zurück können wir es machen. Und das eine Ding ist ja falsch. Ja, lass mal los. Achso. Wo ist denn der Mechanismus? Die Axt kann ich gerade nicht werfen. Und sobald ich loslasse,
geht's nach hinten. Schwierig. Und was ist, wenn ich den Kristall hier einfach mopse? Sehr gut. Komm schon, dann eben außenrum, wenn du ihn nicht willst. So, jetzt vielleicht. Achso, hätte mein Junge vielleicht draufschießen müssen. Ich kann leider gerade nicht zielen. Ja gut, dann. Jetzt sieht's doch gut aus, aber wir brauchen definitiv den zweiten Kristall. Sonst hält es hier nicht. Das soll ja was ergeben. Ja, ist gut. Kratos, lass los. Sei nicht so anhänglich. Wo krieg ich denn einen zweiten Kristall her? Normalerweise hängen die schön an der... Schön an der Decke rum. Hat das was gebracht? Bist du jetzt ein Kristall? Achso. Du bist auch kein Kristall. Hab nix gesagt, mein Junge. Kannst du da vielleicht mal drauf feuern? Ja, das so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Da ist er doch. Wie kommt er da ran? Hallo. Junge. Kann ich dich nicht kurz hochschleudern? Sehr gut. Ein Glück war das so morsch. Dieser Ort muss dem Riesen wichtig gewesen sein. Offenbar prüfen sie uns. Ja. War eine leichte Prüfung, wenn man nicht komplett dämlich ist. Also war es für mich eine mittelschwere Prüfung. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, wir sind tatsächlich schon am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.